Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Dach Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar, das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen die rote Flut. Man hat das Dammschutzprogramm zu Hause etwas vernachlässigt. Es war der Herbst 1990. Die Sowjetunion begann sich aufzulösen. Gorbatschow sagte, wir können nicht mehr. Gorbatschow sagte, das Rüsten ist vorbei. Das Wettrüsten ist zu Ende, wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt, wir rüsten nicht mehr mit. Ja, sie haben gut lachen. Aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Alle sprachen von Friedensdividende. Wie hätte man jetzt der amerikanischen Bevölkerung noch klar machen sollen, dass die ganzen schönen Steuergelder für wahnsinnige Rüstungsprojekte ausgegeben werden mussten? Star Wars, SDI, was weiß ich. Die Amis hätten gesagt, nee, Friedensdividende. Wir können jetzt mal Schulen bauen. Wir können Straßen reparieren. Wir haben überhaupt keine Gesundheitsvorsorge in den USA. Und das Dammschutzprogramm müsste dringend mal erneuert werden. Wenn Sie einer Bevölkerung Geld für Rüstung abpressen wollen, wenn Sie unsinnige Gesetze machen wollen, die die Bürgerrechte einschränken, dann brauchen Sie eine Bedrohung. Sie müssen den Menschen Angst machen. Sie brauchen einen Feind. Und da haben die Amis sich einen gebastelt. Die haben den Hussein damals zum Hitler aufgeblasen. Einen miesen, kleinen, lokalen Despoten haben die zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein Riesenarschloch, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war der ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Amis so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß ja nicht mehr, dass Wasser zwischen den Kontinenten liegt. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, ich kenne Legoland, aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Das war doch alles noch der Russe. Wissen Sie nicht mehr? Der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr, ne? Dann grinsen die jungen Menschen so höflich vor sich hin. Was will der alte Mann denn jetzt schon wieder? Ne? Kennen Sie diesen Blick von jungen Leuten? Kennen Sie diesen Blick, wenn die so ganz leicht die Augen verdrehen und denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Ich kenne diesen Blick, ich habe vor kurzem selber noch so geguckt. Über Nacht bin ich alt geworden. Ich beginne zu begreifen, wie mein Opa sich gefühlt hat, wenn er aus dem Krieg erzählt hat. Wollen Sie auch mal so fühlen? Erzählen Sie aber einem 18-Jährigen aus dem Jahr seiner Geburt. Sie kommen sich vor, als wäre es aus dem Schützengraben berichten. Erzählen Sie mal einem 18-Jährigen von 1990. Sagen Sie mal einem 18-Jährigen 1990, da gab es kein Internet. Alle Telefone hatten Kabel, maximal 3 Meter. Und der Russe stand vor der Tür. Du meinst auch kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Wie erklären wir jetzt den jungen Leuten der Russe? Muss ja erklärt werden. Bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Der Russe. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat es nie heimlich gemacht. Der Russe stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Leuten sitzt der Russe im Fernseher mit der Milchschnitte. Und bevor... Bevor gleich wieder so ein 19-jähriger Schnösel kommt, das ist in Hamburg passiert, und mir erklären will hinterher, Herr Pispers, die Klitschkos sind aber aus der Ukraine. Genau, Jung, das ist ja der Gag. Das war alles der Russe. Es gab nur diesen einen. Und der stand vor jeder Tür.
Der verliert keine Zeit, um Gegner und Kritiker zu unterdrücken. Das Demonstrationsgesetz wird verschärft. Ein neues Zensurgesetz beschränkt das Internet. Verleumdung wird wieder in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Für Hochverrat wird ein eigenes Gesetz erlassen und der Begriff sehr weit gefasst. Und ein weiteres Gesetz legt fest, wer in Russland die Funktionen eines ausländischen Agenten ausübt. Demokratiedefizite in Russland hatte sie schon früher angesprochen, genutzt hat es nichts. 2 Jahre Haft bekamen Nadja Stotala-Kornikova und Maria Aljochina. Willkürjustiz, Alltag in Russland. Kritik aus dem Ausland schert Russlands Mächtige nicht. Im Gegenteil, man schlägt zurück in aller Arroganz. In Deutschland sollte man verstehen, das heutige Russland ist nicht mehr das von 1995. Wir sind finanziell nicht abhängig von Europa. Wir wollen nicht in die NATO und nicht in die EU. Ich sehe nicht, welche Druckmittel Europa bei einem Konflikt mit Russland anwenden könnte. Dialog mit diesem Russland? Schwierig, wenn der Kreml ihn gar nicht mehr will.